Ja, das heißt, wir wollen jetzt hier. Und ja, ich habe die Stromversorgung gekappt. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das jetzt mache mit den Stromdingern da. Naja, erstmal hätte ich ganz gerne die Fuel-Blocks abgeladen, damit ich hier. Du. Okay, das. Ich hätte doch diesen Durchgang hier unten machen sollen. Da rein. Ach. Alles voll mit Zeug. Das ging früher mal anders. So. Genug Platz. Okay. Dann nimmst du jetzt bitte ein Draht. Oder 200. Stoppst den da dran. Ziehst den da drüber. So. Sollte jetzt schon mal alles wieder ein bisschen besser laufen. Hilft mir aber nicht wirklich bei meinem Problem. Naja, doch, das hatte ich ja auch schon überlegt gehabt und ich habe mir einfach gesagt, okay, wir machen denn hier das mit den alten Masten. Ja gut, das heißt. Da. Da und da. Dann haben wir die Versorgung da schon mal gewährleistet. Dann kannst du weg. Stehst du richtig? Die sieht ein bisschen komisch aus. Na, wahrscheinlich nur, weil die Ärmchen fehlen. So, genau. Und hier unter den Kisten kommt auch nochmal jeweils einer hin, damit die Ärmchen unten versorgt sind. Das sieht aus wie dieses Kinderspiel mit den Fäden zwischen den Fingern. Warum sieht das da hinten nicht so aus? Das weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir irgendwo zu viel davon gemacht? Ne. Der da hat sich nicht mit dem verbunden. Das. Ja, Details. Forschung. Warum hatte ich die Forschung nicht weiterlaufen lassen? Ich glaube, ich wollte, dass sich irgendwas erholt. Wahrscheinlich die Hellblauen-Tränke. Sieht mir schon mau aus gerade. Hast du denn alles, was du brauchst? Nein, du hast keine Batterien. Hier eine Batterie. Grüne Ärmchen sehen auch nicht so toll aus bei dir. Da. Ah, doch, hier, ja. Ist okay, ist okay. Ihr seid alle fast leer gewesen. Bleiplatten. Oh, die modulare Rüstung. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war was. Du bau blaue Chips. Ja, das war auch noch so ein Haken. Ah, immer so viele Haken. Kupfer staut sich. Brauche eigentlich mehr Eisen als Kupfer. Was? Ach so, weil wir dich beschränkt haben. Ja, dann hör mal auf mit der Beschränkung. Du, hör mal auf mit der Beschränkung. Und dann dürftest du das Kupfer nicht mehr stauen. Wenn die zwei Drahtfabriken durchgehen, das verwursteln zu treten, bis die Kiste voll ist. So, grüne Chips haben wir. Das ist schön. Das ist sehr schön. Rote Chips läuft auch. Alles gut. Alles gut. Ja, mehr Fabriken. Bau bitte. Da bauen wir ein paar mehr Fabriken. Substation. Ja, dann die Substations hier weiter. Hier kommen überall Fabrikkomplexe hin. Roboport. Wo ist mein Roboport? Da. Stahl, ja. Immer auf T. 50. Haben wir keine 50 Science Packs, um das endlich zu bauen? Da ist nur einer drin. Einer ist wenig. Na gut, lassen wir die erstmal machen. Im Spieleinventar crafte doch bitte mal. Haben wir irgendwas Tolles? Nö. Bleipicke wollte ich bauen. Weil die ist ein Ticken schneller als das da. Oh, genau. Die da hätte ich gerne. Und dann hätte ich gerne. Batterien, die hole ich mir gleich auch noch ab. Ja, weil die brauchen ja eine ganze Weile. Die Flying Robot Frames. Und dann kann ich so das Spielerinventar ein bisschen auslasten. Das ist auch schick. Also bau davon 4 Stück, aber nicht genug Stahl haben. Du kriegst ein Stack davon und noch viel mehr davon. Sollte eine Weile reichen.
Und jetzt blaue Chips. Blaue Chips brauchen Schwefelsäure. Würden also hier mit hinkommen. Wo werdet ihr gebaut? In einer Fabrik. Okay, dann setzt mal eine Fabrik. Zwei Fabriken, weil Symmetrie und so. Zwei Fabriken dahin, die blaue Chips produzieren. Die werden jetzt am Anfang nicht alle arbeiten. Und nicht beide arbeiten. Nee, werden sie nicht. Ich werde nur eine Fabrik hinstellen und auch einstellen. Weil wenn wir beide gleichzeitig laufen lassen, dann verballern wir unsere grünen und roten Chips so schnell. Aber wir haben gerade viele grüne und rote Chips. Drückt mal P. Wir produzieren. Mach das mal höher. Wir müssen jetzt so hin und her schwo. Schwankt. 10 Minuten sollte reichen. So, 5,3 pro Minute. 28 pro Minute. 5 pro Minute. Wie viel verbrauchen wir denn an roten Chips bei dem Ding hier? Pro Minute umgerechnet. Du brauchst 2. Es dauert 15 Zeiteinheiten. Das ist ein. Wie viel ist eine Zeiteinheit in Sekunden? Real-Life-Sekunden? Ist schwer nachzuvollziehen, weil ich weiß nicht, was für eine Crafting-Geschwindigkeit mein Inventar hat. Auch wenn ich irgendwie von 1 ausgehe. Na gut, du brauchst trotzdem schon mal eine Kiste da. Kiste da. Und die anderen Kisten kann ich nicht bauen, weil ich keinen Stahl habe. So, du bist natürlich nicht in der Abdeckung. Dann kriegst du halt da eine Kiste und da eine Kiste. Ich weiß, dass noch keine Roboter hier hinfliegen, aber für später. Du hättest gerne rote Chips, nicht so viele. Sagen wir mal 20, weil die Roboter müssen ja oft hin und her fliegen. Und davon sagen wir auch mal 20. Oder wie war die Ratio? Wow. 1 zu 10. Okay. Nimm doch mal ein bisschen mehr. Oder da ein bisschen weniger. So. Und sonst nichts, ne? Nö, sonst steht die Kiste jetzt völlig falsch. Ach, ist das schön hier. Du. Das da. Keine 200 willst du nicht veräppeln. Da, 10 Stück. 50 Stück. Ist okay. So, jetzt ein Rohr da runter, da hoch. Dass ich hier noch so durchwuseln kann. Jo. Und das läuft. Dann bau mal die ersten davon. Das sollte jetzt schon reichen. Dann haben wir gleich drei blaue Chips. Was nicht wirklich viel ist. Echt nicht viel. Bau mal bitte vier davon. Aber es ist schon mal ein Anfang und wir könnten es, sobald der Roboport steht, dann auch automatisieren. Was ist hier los? Wir haben kein Leichtöl mehr, weil Petroleumgas voll ist. Petroleumgas ist voll, weil. Oh, hier fehlen Eisenplatten. Da, 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 da. Du bist jetzt bitte auch mal eine Requester Chest und du hättest gerne immer Eisen 200 Stück. Für später, wenn die Roboter auch hierher fliegen. Ja. Plastik nimm mal bitte mit und mach dir eine Kiste voll, damit wir da uns auch keine Sorgen drum machen müssten. Kohlekiste sieht auch nicht mehr so toll aus. Aber kann ich ja auch mal kurz. Ne, nicht jetzt voll machen. Jetzt haben wir gerade so viel Plastik dabei. Jo, ist aber alles in Arbeit da unten. Und vier Roboter. Ding, 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 ding. Damit das auch mehr werden. Sind alle ausgelastet. Aber, hey, sind schon mal 62 Stück, die durch ihn am Wuseln sind. Und wir haben das immerwährende Piep, 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 Piep im Hintergrund. Was für mich irgendwie schon zur Factorio dazugehört. Diese Geräuschkulisse von denen. Das ist schön. So, du kriegst Plastik. Bitteschön. Dann bist du leer. Und du bist leer. Das ist jetzt nicht so schön. Dann machen wir das genauso wie hier unten. Da einer hin.
Da einer hin. Da ein Ärmchen hin. Q-Blocks, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Die müssten verbessert werden, aber das kostet wieder Stahl, den wir nicht haben. Ein Teufelskreis. So, die sind weiter am Arbeiten. Was sagt der Smog? Der Smog sagt, ich bin bald da. Okay, hilft nichts. Was sagen unsere Forschungszentren? Die haben jetzt alle hellblaue Tränke. Gut. Dann erforsche bitte. Piu, piu. Hust, hust. Das hatten wir ja schon. Nimm dir bitte 20 Eisenplatten. So, und bau bitte eine... Was? So, und 15 Stahl. Oh. Gib mir Eisen. So. Und bau bitte eine Combat-Shotgun. Was wollten wir denn erforschen? Ach, Gottchen. Also ja, ich war eine Weile krank, deswegen weiß ich nicht mehr genau, was wir alles letzte Folge vorhatten. Entschuldigung, Georg, in der Vergangenheit. Nein. Nein, nein. Wir könnten Advanced Grenades bauen. Die waren toll, um Basen zu knacken. Also wenn man davon 30, 40 Stück auf eine Basis schmeißt. Ich denke, ich nehme Shotgun Shell Damage, damit ich mehr Wumms mache. Also Shooting Speed macht ja theoretisch auch das gleiche an DPS, wenn man den Begriff mal benutzen möchte. Aber er verbraucht dann halt auch mehr Ressourcen. Und Ressourcen verbrauchen möchte ich nicht so wirklich. Ich baue mehr davon. Ich hätte gerne ganz viel davon. So, Stahl wollte ich noch herstellen. Ich wollte sicherstellen, dass die blauen Tränke auch weiterhin produziert werden. Dafür bräuchten wir auch wieder mehr Stahl. So. Arbeitet, arbeitet, arbeitet. Du bist nicht durchgehend voll. Naja, doch. Du brauchst noch die da. Du hast die da. Ja. Also man merkt definitiv Eisenmangel. Beziehungsweise Stahlmangel. Aber ich möchte eigentlich nicht mehr davon aufbauen wegen dem Smog. Ich würde ganz gerne die Basis da erstmal weghauen, bevor ich irgendwas weiter expandiere. Gib mal das. Reicht ja schon. Na, fehlt noch ein bisschen was. Ja, das heißt, wir werden nächste Folge Explosives. Explosives braucht man wieder Schwefelsäure oder Schwefel oder so. Ich guck mal ganz kurz. Setz das mal dahin. Wo waren Explosives? Ne, die brauchen nur Wasser, Kohle und Schwefel. Schwefel haben wir rechts eigentlich recht viel. Ich weiß nicht, was wir für eine Kiste haben. Kann ich ja mal nachgucken. Ne, keine Kiste. Müssten wir eine Kiste für hinbappen? Einfach irgendeine Kiste. Die Stromversorgung hat am besten. So. Und dann bauen wir hier in der Nähe die Explosionsfabrik auf. Und damit dann Granaten. Und wenn wir genug Granaten haben, testen wir mal, ob wir so eine Basis kaputt kriegen.